Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir haben Arik Jorgen getroffen und sollen jetzt hier im 11. Kapitel Leugnung die Verbannten retten hier aus dem Sumpf, die von den Sprungtruppen teilweise angegriffen werden. Dazu sollen wir jetzt auch erstmal die restlichen verbannten Häuser finden und dort die Verbannten evakuieren. Wir wollten uns eigentlich dagegen sträuben und stattdessen das Ganze hier als Fluchtmöglichkeit nutzen, weil die Sprungtruppen dann abgelenkt sind. Aber Arik hat da entschieden was dagegen. Deswegen müssen wir jetzt mitziehen, leider. So, wie kommen wir denn dahin? Wir folgen einfach mal dem Sumpf hier. Auf die Beine und in die Schlacht. So, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Genau, hier sind die Häuser, die werden auch schon angezündet. Ja, da sollen wir jetzt gucken, dass wir hier auch die Sprungtruppen eliminieren. Hier dafür sorgen, dass die Häuser in Flammen stehen. So, klopf, klopf, ihr könnt rauskommen. Aufmachen! Ihr müsst weg hier! Die anderen warten, um euch in Sicherheit zu bringen. Ihr könnt nicht hierbleiben! Die Sprungtruppen stecken alles in Brand! Flieht! Los, hoch! So, da verfolgt uns noch einer von oben, glaube ich. Aber wir machen jetzt erstmal hier unten weiter. Der wird uns sonst schon folgen. Sakul-Vollstrecker drücken jetzt wissen. Wundert mich, dass noch keine Sakul-Ritter dabei sind. Sind doch eigentlich auch immer relativ schnell dabei. Die fünfte Tür. Eine brauchen wir noch, Leute. Ich glaube, weiter nach oben müssen wir. Wenn ich das recht gesehen hatte. So,
genau. Hier gibt es sogar noch zwei Türen. Triftig mit den geretteten Verbannten. Dort hinten warten sie schon alle. Ganz gespannt auf ihre Retter. Los, verschwindet hier! Das ist eure Schuld. Ihr habt uns das angetan. Großer Fehler. Erhebt nie wieder eure Hand gegen mich. Macht das nicht noch schlimmer. Die Sprungtruppen haben wahrscheinlich nach uns gesucht. Unter meiner Herrschaft hat es ihnen an nichts gemangelt. Seht sie euch jetzt an. Ich glaube euch, dass ihr helfen wolltet. Aber mit eurer Ankunft habt ihr uns dem Untergang geweiht. Der Imperator will ein Exempel an eurem Widerstand statuieren. Wahrscheinlich wird er behaupten, dass ihr mit uns zusammengearbeitet habt, um noch härter zuschlagen zu können. Warum werdet ihr von Arkan angegriffen? Weil wir Zweifel haben. Erzählt ihnen den Grund. Ich habe eine Erklärung dafür verlangt, wie unser ewiger Imperator sterben konnte. Ich habe bei den alten Bräuchen nach Anleitung gesucht. Ich habe mich gefragt, warum wir an so vielen Fremdlingen Rache für die Taten einer Einzelperson üben. Ich wollte Gerechtigkeit für diejenigen, die zu einem Leben im Exil verdammt sind. Wir hatten alle Fragen. Und der neue Imperator verabscheut es, in Frage gestellt zu werden. Jetzt habt ihr ihm womöglich einen Grund geliefert, uns ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Wir haben ein Lager. Ich kann euch Schutz bieten. Ja, das geht zu weit. Sie lenken nur die Aufmerksamkeit auf uns. Ihr setzt die Mission und unser Leben aufs Spiel. Meine Mission, mein Trupp, meine Entscheidung. Okay, wir vertrauen euch. Kanna, wir kommen zurück und bringen Zivilisten mit, viele Zivilisten. Haltet Ausschau. Ich hoffe, ihr habt euer Buschmesser dabei. Für eine so große Gruppe müssen wir erst einen Weg freischlagen. Na los! Ja, dann wollen wir die Verbannten mal hier rausführen. Müssen uns auch hier wieder hoch. Ja, das passiert, wenn man die Leisten nicht wieder sperrt. Oder da müssen wir noch mal kurz gucken. Ich habe da jetzt irgendeine Fähigkeit gelöscht, leider. Welche hatten wir denn da nochmal? Müssen wir mal gucken. Juggernaut. Welche war das denn, die dort war? Verwüstung haben wir da. Zerschlagen haben wir. Machtwirkung haben wir unten. Machtschub, Lichtschwertwurf. Okay, da war das nicht mit bei. Allgemein waren nur die. Ja, gute Frage, Leute. Muss ich nochmal gucken in einer der letzten Aufnahmen. Ärgert mich gerade ein bisschen. Ja, aber das kriegen wir für diese Folge, kriegen wir das auch hin, ohne eine weitere Fähigkeit hier. Fällt dir gerade nicht ein, welche das war? Komisch, ne? Da spielt man so lange in dieser Konstellation und trotzdem fällt sie einem dann gerade nicht ein.
So, jetzt haben wir hier den Weg freigeräumt für die Chaos-Truppen. Und hier sind uns die Sprungtruppen mal nicht gefolgt. Wunder, oh Wunder. So, hier haben wir einen kleinen Außenposten der Chaos-Truppen. Willkommen zurück, Sir. Die Flüchtlinge sind angekommen. Wir setzen sie ein, wo wir können, aber ich mache mir mehr Sorgen um die Vorräte. Es gibt eine Menge hungriger Mäuler. Im Moment muss es reichen, dass wir ihnen Schutz und Unterkunft bieten. Wir fahren morgen mit der Mission fort, wenn sich die Flüchtlinge eingelebt haben. Gönnt euch etwas Schlaf. Verstanden. Ihr habt ihn gehört. Sorgt für Ordnung hier und dann ab in die Kiste. Die Allianz mag eure Show sein, aber diese Soldaten, für sie bin ich verantwortlich. Ist das klar? Ihr vergesst eure Position. Ich habe langsam genug von euren Unverschämtheiten. Gewöhnt euch daran, Sith. Ich glaube nicht, dass wir je auf einer Wellenlänge sein werden. Wir sehen uns morgen früh, 0700. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Ja, wir kommen also zurück nach Odessen vermutlich. Oder nee, wir sind immer noch im Außenposten. Wird er sich uns anschließen? In beratender Funktion. Paschner weiß mehr über Sakul als wir alle zusammen. Was ihr gestern getan habt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich will euch helfen, noch mehr zu bewirken. Eine meiner SED-Quellen hat dem Chaos-Trupp vor nicht allzu langer Zeit interessante Informationen zukommen lassen. Dafür müssen wir uns wohl bei Theron bedanken. Jedenfalls ist das der Grund, warum wir alle hier sind. Kein Kommentar. Durch die Daten konnten wir einen planetaren Transmitter in einem Außenposten der Sakul-Ritter ausfindig machen. Unsere Mission ist es, ein Abhörgerät daran anzubringen. Ja, das wird sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Und dann liegen ihre Geheimnisse offen vor uns. So bekommen wir direkten Zugriff auf ihre Kommunikation. Und der Chaos-Trupp kann anfangen, wichtige Ziele im Turm anzugreifen. Und den Vergeltungsmaßnahmen ausweichen. Wir könnten Geister sein. Tödliche. Schwer bewaffnete. Geister. Das klingt wie etwas, was der Chaos-Trupp schon längst hätte erreichen können. Ein Abhörgerät anzubringen, ohne dabei entdeckt zu werden, benötigt eine Vorbereitungszeit von gut einem Monat. Oder eine wirklich große Ablenkung. Wenn ihr die Ressourcen dafür erübrigen wollt, können wir sofort damit loslegen. Wie denkt der Einheimische darüber? Paschner, was ist der beste Weg, um die Aufmerksamkeit der Ritter zu erregen? Um sie dazu zu bringen, auszurücken, müssten wir für eine Massenpanik oder einen Evakuierungsbefehl sorgen. Dann ist es beschlossen. Sagt Odessen Bescheid. Wir gehen zum Angriff über. Ihr wollt wirklich Arkans Streitkräfte angreifen? Nur um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir haben noch nicht genug Truppen für eine echte Invasion. Eure Leute können sich um die Ablenkung kümmern. Euch will ich beim Angriff auf den Transmitter dabei haben. Wir brauchen jeden fähigen Kämpfer, den wir kriegen können. Und ihr seid dafür mehr als qualifiziert. Dann mal los! Ja, mir gefällt es nicht, mit den Republikanern hier zusammenzuarbeiten, aber was muss, das muss. Wir kommen nicht drum rum.
Ein paar Wachposten im Außenbereich. Nichts Ungewöhnliches. Gebt den Befehl, wenn ihr bereit seid. Startet den Angriff. Verstanden. Legen wir los. Ja, wie die aufgescheuchten Heuschrecken. Genauso war das geplant. Ich glaube, das ist das Beste, was wir kriegen können. Chaos-Trupp, gebt uns Deckung und achtet auf Verstärkung. Wir gehen rein. Verstanden, Major. So, wir schauen uns mal die Map an. Jo, okay, das kriegen wir hin. Entdeckt haben wir den Bereich schon. Jetzt müssen wir ihn nur noch infiltrieren. Und Arik ist wieder mit dabei. Ah, doch noch ein paar Sprungtruppen hier. Unterstützung! An alle Einheiten, Angriff abbrechen, Einsatzteam unterstützen. Auf die Beine und in die Schlacht. Ja, es sollte auch nur als Ablenkungsmanöver natürlich dienen. In Wirklichkeit müssen die Truppen uns hier natürlich unterstützen. Damit wir in den Außenposten kommen, finde einen Weg am Kraftfeld vorbei. Ein Ritter. Da hinten kommt noch einer. Immer mehr. Holen wir uns den auch noch. So, wie kommen wir da rein? Müssen wir einmal drumherum gehen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir die Ritter hier ausschalten, aber jetzt sind wir einmal rum. Ah, guck mal hier, ist eine Energiekupplung. Vielleicht reicht das ja schon. So, wir gehen auch nochmal auf diese Seite. Okay, die führt hier lang. Oh, das dürfte es vielleicht schon gewesen sein. Jo. Okay, es gibt noch mal ein rotes. Das geht dort unten weiter. Wir müssen einfach nur den Rohren folgen. Dann finden wir das Ganze schon. So, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wo das rote Rohr lang geht. Ob wir das hier schon wieder irgendwo entdecken? Nee. Es verschwindet ja, glaube ich, da unten drin. Könnte auch da unten sein. Wollen wir mal gucken. Da unten geht das Rohr lang. Okay, und dort wieder hoch.
Da ist die Anlage. Gut, dann müssen wir wieder nach oben. Das wäre das zweite Kraftfeld. Sehr schön. Gut, Leute, und dann fehlt noch das dritte Kraftfeld, wie nennt man das? Ja, die dritte Möglichkeit hier, um das Kraftfeld zu deaktivieren. Da können wir nochmal gucken, es geht hier lang. Da haben wir es. Sehr schön, das dürfte es dann gewesen sein. Nicht richtig kaputt gegangen, oder? Ja, doch. Kommen wir jetzt rein. Komischerweise nicht. Okay, also vielleicht haben wir das hinten nicht richtig zerstört. Gucken wir nochmal. Oder vielleicht ist das auch schon wieder respawned. Das kann natürlich auch sein. Nö, ist kaputt. Das ist aber komisch. Ist auf dem Weg vielleicht noch irgendwo... Los, hoch! Ein anderes Element. Da, das könnte man vielleicht nochmal zerstören. Es geht hier nach unten noch eins. Ah ja, okay. Sehr schön, damit haben wir das. Gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir diesen Turm hier einmal betreten. Jetzt ist das Kraftfeld nämlich ausgeschaltet. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne einen Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ja, schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein. Bis dahin.